Wenn es um die Frage geht, wie genau ein Ergebnis ist, hört man immer wieder verschiedene Begriffe, eben als ein zum Beispiel genau. Man hört aber auch Präzision. Man hört manchmal auch sowas wie Richtigkeit. Seltener. Eben Genauigkeit. Es gibt auch sowas wie Reproduzierbarkeit. Und da hört man das oftmals als extern oder intern. Und die ganzen Begriffe dann auch noch auf Englisch. Und manchmal weiß man gar nicht genau, wie man die zuordnen soll. Also Präzision wäre dann sowas wie Precision. Richtigkeit wäre in dem Fall Trueness. Genauigkeit wäre dann Accuracy. Und Reproduzierbarkeit wäre das gleiche Reproducibility. Dann gibt es aber auch noch weitere Begriffe, sowas wie Bias. Das könnte man vielleicht als Abweichung bezeichnen. Es gibt auch noch sowas wie Ungenauigkeit oder Unsicherheit, die man da aufkennt. Das wäre vielleicht sowas wie Uncertainty. Also da gibt es einen gewissen Zoo an Begrifflichkeiten hier. Jetzt gibt es aber auch tatsächlich eine ISO-Norm, also International Standard Organization. Und diese ISO-Norm schreibt auch tatsächlich vor, wie diese Begriffe miteinander zusammenhängen und wie man sie am besten benutzen. Das ist tatsächlich sehr hilfreich. Und in dieser ISO-Norm wird ein Diagramm vorgeschlagen oder vorgegeben, wenn man so möchte. Und auf der X-Achse dieses Diagramms steht drauf zunehmende Präzision oder eben Improving Precision. Und dabei handelt es sich darum, dass der Fehler abnimmt. Also man schaut hier auf einen Fehler, und zwar der zufällige Fehler. Das heißt, hier ist abnehmender, zufälliger Fehler. So, was sind jetzt zufällige Fehler? Zufällige Fehler bedeuten sowas, wenn man eine Zielscheibe darstellen würde, das wird immer sehr gerne gemacht in dem Zusammenhang, man hat eine Zielscheibe und bei dieser Zielscheibe sind jetzt die Punkte, die man auf diese, ich mache mal die Zielscheibe ein bisschen genauer, das ist so die Zielscheibe und die Punkte, die man schießt auf diese Zielscheibe, die haben einen sehr großen Fehler. Und das ist dieser zufällige Fehler. Und wenn der abnimmt, dann sieht das Ganze eventuell so aus, oder nun so aus. Diese Fehler sind in einem sehr viel kleineren Bereich. Ja, jetzt haben wir noch diesen Bereich, vorher hatte man diesen großen Bereich. Und das ist die zunehmende Präzision, wenn der Fehler abnimmt. Und auf der zweiten Achse ist die tatsächlich, heißt das so, Richtigkeit aufgetragen. Also hier ist zunehmende Richtigkeit. Und was stellt man sich unter dem Wort vor oder was bedeutet der? Und hier hat man den abnehmenden systematischen Fehler. Und systematischer Fehler heißt immer, dass etwas von etwas abweicht. Also hier wäre das so, dass wenn wir uns nochmal das hier anschauen, dann haben wir hier eine geringe Präzision, hier auch eine geringe Präzision, aber zusätzlich ist auch noch eine Abweichung in die Richtung nach oben vorhanden. Also ein systematischer Fehler in diese Richtung. Und dieser systematische Fehler ist das, was abnimmt. Also wenn wir uns hier wieder so eine Zielscheibe anschauen, dann nimmt der systematische Fehler ab. Aber tatsächlich bleibt es dabei, dass, also ich zeichne es mal nochmal in Rot ein, also der systematische Fehler nimmt ab, aber die Wolke bleibt gleich groß. Also wenn wir uns das hier angucken würden beispielsweise, dann sehen wir, hier ist eine Abweichung systematisch, weil der Mittelwert liegt ungefähr hier. Und hier, also wenn wir wieder so ein Fadenkreuz hier einzeichnen, hier liegt der Mittelwert selbst dann mehr oder weniger genau auf dieser X-Achse von dieser Zielscheibe. Und das ist die Abnahme im systematischen Fehler. Das heißt, das Ergebnis wird zunehmend richtig, zumindest der Mittelwert wird zunehmend richtig. Und das ist dann die Richtigkeit.
Und dann haben wir noch als Viertes wieder hier die Zielscheibe. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass jetzt der systematische Fehler abnimmt. Das heißt, der Mittelwert muss wieder hier irgendwo auf dieser Achse liegen. Die Präzision nimmt zu, das heißt, es ist alles sehr eng beieinander. Und natürlich gilt die Abweichung nicht nur in die Richtung, sondern die Abweichung gilt auch in die Richtung. Das heißt, wir erwarten auch, dass sie in die Richtung auf der Achse liegt. Das heißt, die Punkte liegen hier alle sehr nah beieinander, hier in der Mitte von der Zielscheibe, also Bullseye. Das heißt, wir haben eine hohe Richtigkeit, also wir haben einen geringen systematischen Fehler. Wir haben eine hohe Präzision, also einen geringen zufälligen Fehler. Und dann haben wir damit ein sehr genaues Ergebnis. Also hier wäre jetzt die Genauigkeit hoch und die Unsicherheit wäre gering. Also wir bekommen zum Schluss etwas in der Richtung und diese Richtung hier, das ist die Genauigkeit, die ist hoch, also die bezeichnet genau diesen Pfeil hier, den ich so diagonal eingezeichnet habe. Das ist eine hohe Genauigkeit und eine geringe Unsicherheit. Und definiert ist dann die Genauigkeit mit zwei Begriffen, nämlich die Genauigkeit besteht, oder Unsicherheit und Genauigkeit und Unsicherheit bestehen aus zwei Begriffen, und nämlich der Präzision als im einen Begriff, ja, also hat eine hohe Präzision, also hohe Genauigkeit bedeutet hohe Präzision und hohe Richtigkeit. Das heißt, anders ausgedrückt, eine hohe Genauigkeit heißt geringer Fehler, also geringer zufälliger Fehler und geringer systematischer Fehler. Das sind die beiden Dinge, die hier mit dieser Genauigkeit und Unsicherheit gemeint sind. Und damit haben wir wirklich sehr viele von diesen Begriffen abgehakt. Wir haben diese Präzision, das ist der zufällige Fehler, die Präzision, die Richtigkeit, das ist der systematische Fehler, die Genauigkeit ist die Kombination aus dem und die Unsicherheit ist einfach nur eine abnehmende Genauigkeit. Und die Abweichung steckt im Grunde genommen in der Richtigkeit drin. Ja, das ist nichts anderes als die Richtigkeit, diese Abweichung. Die Reproduzierbarkeit, damit meint man wieder was anderes, soll auch noch kurz erwähnt werden, das geht dann über die Zeit, also hier hätte man ein Diagramm über die Zeit und schaut, wenn man ein Ergebnis hat, also hier unten ist die Zeit und hier ist, sagen wir mal, die Magnesiumkonzentration aufgetragen, und dann schaut man, kann man diesen Wert von Magnesium gut reproduzieren? Oder ist es eher so, dass wenn man den reproduziert, dass der immer sehr stark woanders liegt? Und intern, extern heißt, das einmal im Gerät, also wenn wir im Gerät die gleiche Messung machen, das wäre dann die interne Reproduzierbarkeit, also im Gerät bei einer Messung. Und wenn wir jetzt über einen langen Zeitraum, also eine Messung dauert vielleicht ein paar Minuten oder vielleicht eine Stunde höchstens, und wenn wir jetzt über viele Tage oder Jahre messen, dann haben wir die externe Reproduzierbarkeit. Das kann das gleiche Gerät sein, oder soll das gleiche Gerät sein, externe Reproduzierbarkeit. Und das ist, wenn, also das hier unten die Zeit ist, vielleicht so etwas wie Minuten zu Stunden. Bei der externen Reproduzierbarkeit gucken wir es an über im Zweifel Jahre. Also T ist hier Jahre. Und gucken, wie gut wir Magnesium mit diesem Gerät messen können oder ob wir hier große Abweichungen haben. Und dann die Standardabweichung dieser Fehler wäre dann die externe oder interne Reproduzierbarkeit. Damit hätten wir also auch den Begriff der Reproduzierbarkeit hier abgehakt. Also diese Begriffe sollte man sich merken mit diesem Diagramm. Das ist das Wichtige. Auf der X-Achse zunehmende Präzision, abnehmender zufälliger Fehler, zunehmende Richtigkeit auf der Y-Achse, abnehmender systematischer Fehler. Das wirklich ganz Entscheidende bei dem Ganzen ist, dieser Fokus auf den Fehler, ja, dass man das mit dem Fehler im Kopf hat. Dass es einen zufälligen Fehler gibt, einen systematischen Fehler, und diese beiden Fehler werden durch Präzision und Richtigkeit ausgedrückt und lassen sich über so ein Diagramm dann, was mittlerweile nicht mehr übersichtlich ist, aber wenn man es sich einfach aufzeichnet, dass sich dann diesen Diagramm gut darstellen lässt.